Sabine und Daniel Röder hatten im Herbst 2016 die Idee, Menschen aufzufordern, für Europa einzutreten, für die europäische Idee auf die Straße zu gehen. Frieden statt Krieg. Demokratie. Freiheit. Gleichberechtigung und freier Handel. Gegen Nationalismus. Kulturelle Vielfalt. Gemeinsame Stärke. Sozialstaatlicher Zusammenhalt. Heimat. Frieden. Zukunft. Das hat die Bürger auf die Straße gebracht. In London waren es Zehntausende. Es waren in vielen, vielen Städten Europas, waren die Bürger auf die Straße, um für die Zukunft der Europäischen Union einzustehen. Wir treffen uns auf öffentlichen Straßen und Plätzen und wir laden jedermann ein, der an diese Grundidee eines geeinten Europas glaubt, mitzumachen. Die Sprache wähle sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir uns verstehen. Meine Urgroßeltern waren Finnen, mein Opa ist Österreicher, meine andere Oma ist Italienerin. Wir werden den öffentlichen Raum weiterhin europäisch gestalten. Und dazu brauchen wir euch alle. Wer an den Wohltaten teilhaben will, muss auch die damit einhergehenden Pflichten erfüllen, Pressefreiheit und so weiter. Und das durchzusetzen, zur Not auch durch Streichung von Zahlungen, teilweise wohl dosiert, denke ich, ist ein Mittel oder ein Weg, den man gehen können müsste. Die europäische Solidarität wurde 2015 auf eine Zerreißprobe gestellt. Mitten in Europa wurden wieder Grenzzäune hochgezogen. Arbeitslosigkeit als Thema, das ist ganz, ganz wichtig. Die Kompetenz des Europäischen Parlaments muss verbessert werden. Und die EU muss das Vertrauen der Bürgerinnen wieder gewinnen. Das ist wichtig. Der Weg zu Europa ist nichts Abgeschlossenes, der Weg zu Europa geht immer weiter. Deswegen ist das nichts, was sozusagen eine bestimmte Generation nichts mehr angeht, sondern das ist ein Prozess und ein Thema, das eigentlich generationenübergreifend immer weiterläuft. Bravo! Bravo! Super! Ich halte es für den Beginn einer neuen Europasymbolik. Und das ist wichtig, wir brauchen Symbole und wir brauchen auch klare Gesten. Diese Wahrnehmung Europa oder die Europäische Union ist ja nur Bürokratie. Diese Bürokratie regelt ja auch vieles, was wir gar nicht missen wollen. Also manches ist lästig, dann werden immer die krummen Gurken zitiert, die nicht krumm sein dürfen und der Krümmungsgrad der Banane. Aber wenn 27 Staaten einen Nenner finden sollen, dann hat das eben oft ganz kleinliche Auswüchse und Einigungen und Dinge, die festgeschrieben werden müssen. Und was wäre die Alternative, die möglicherweise besser sein soll? Es gibt keine bessere Lösung zu Europa, es gibt keine bessere Alternative zu Europa. Wo stünde Europa, wo stünde unser Land, wenn Marine Le Pen gewählt worden wäre? Das heißt, es muss weitergehen und ich möchte euch recht herzlich dafür danken, dass ihr diese Initiative tragt. Von unten her muss der Druck kommen. Genau. Das hat es in Europa so noch nicht gegeben. Wenn man Europa als kriselndes Paar versteht, dann ist Pals of Europe die Paartherapie. Und es freut mich, so viele Paartherapeuten hier oben zu sehen. Botschafter für Demokratie und Toleranz, Pals of Europe e.V.